Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Ni no Kuni. Und in der letzten Folge haben wir versucht, Humorstücke zu sammeln, damit Tröpfchens Freunde wieder lustig sind, um seine Mami zum Lachen zu bringen, damit wir nach ihren Innereien schauen können. Klingt seltsam, ist aber so. Und wir haben hier diesen Vogel entdeckt. Und ich muss mit Tieren reden. Das war... Was war denn das? Das war... Nee. Doch, Naturnähe war's. Hallo. Na, ja, wie bin ich nur in diesem Gnomennest gelandet? Hey, wie nennst du hier Gnom, du mieser kleiner Flatterich? Ja, warum musst du eine arme Möwe so erschrecken? Und warum kannst du mich überhaupt verstehen? Egal, es ist nett, mal wen zu haben, der mir keinen Vogel zeigt, wenn ich meine Sorgen beichte. Nimm das, bevor ich die Flatter mache, kriegst du eine Belohnung von mir. Oh! Schweben erhalten. Okay. Danke. Möwest du immer mit Glück gesegnet sein. Wie? Das ist eine Seite aus dem magischen Gleiter für einen Zauber namens Schweben. Warum sollte eine Möwe ihren Schwebezauber bei sich tragen? Einen. Ist doch offensichtlich, oder? Er steht auf leichte Lektüre. Mann, oh Mann. Ziemlich random. Schweben. Hebt den Zaubernden für kurze Zeit sanft vom Boden hoch. Oh, schade. Können wir gerade nicht benutzen. So, hallo. Wie geht's, Mann? Gib mir ein Humorstück. Er hat eine arge Erkältung. Okay. Eine Erkältung hat der. In der Hand. Du machst wohl Witze, was? Versuch's nochmal, du Leuchte. Entgiftung. Naja, dann nicht. Was denn dann? Magisches Licht, Wachstumsstufe, alte Pracht, geheime Zutat, Medium, Zauberbissen? Hä? Was kann man denn machen? Alte Pracht? Magisches Licht. Der hat eine Erkältung. Da wird die Brücke nicht helfen. Schweben wird auch nicht helfen. Entgiftung. Kann ja sein. Portal. Lindernde Hand. Nicht. Vielleicht müssen wir das erst noch lernen. Ach, Feuer untermintern. Okay. Weil Erkältung, kalt. Da machen wir ihm Feuer untermintern, dann ist ihm wieder warm und er wird wieder gesund. Meine Güte. Darauf muss er auch erstmal kommen. Miau, ich brenne. Ach, ist das schön hier. Es ist so schön. Danke. So, kann ich jetzt bei dir übernachten, damit ich mal geheilt werde? Ja. 90 kostet das hier schon. Meine Güte. Ja. Ja, komm. Lass mich schlafen und eine neue Seite bekommen. Danke. Genau das wollte ich doch nur. Eine neue Seite. Nö. Brauchen wir jetzt nicht. Ja, wir haben gut geschlafen. Danke. So, Moment. Wir haben hier noch jemanden. So, hast du ein Humorstück? Aha, die Hörner am Kopf, die sind echt schwer geworden. Mhm. Vielleicht müssen sie schweben. Verdammt! Jetzt kriegen wir ein Humorstück, weil es nicht mehr so schwer auf seinem Köpfchen ist. Danke. So, lass mich vorbei. So, dann haben wir eine hier am Laden. Hallo. Was ist mit dir? Ein Topf ist zerbrochen. Okay. Wer hat gedacht, dass ich so ungeschickt sein könnte? Irgendwas zum Reparieren. Lindernde Hand wird es wohl nicht sein. Brücke, Drahtzieher, magisches Licht, Vertrautenrufen. Alte Pracht. Dann muss die wieder ganz, ganz heile sein. Wie viele Humorstücke brauchen wir jetzt noch?
2. Hier ist der nächste. So, was können wir für dich tun, mein Lieber? Er kriegt den Deckel nicht auf. Topf öffnen. Bitteschön. Jawohl, der ist offen. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Humorstück. Das kriegen wir vom Waffenladen. Na komm. So, was ist denn bei dir los? Er muss Blumen pressen. Irgendwas ist aber nicht schwer genug. Also müssen wir es schwerer machen. Oder habe ich das jetzt richtig gelesen? alte Pracht, Wachstum, Schub. Ich hätte es richtig lesen sollen, vielleicht. Moment. Er muss diesen Stein, mit dem er Blumen presst, um einiges schwerer machen. Er muss einen Stein schwerer machen. Wie macht man einen Stein schwerer? Er muss wachsen. warte mal. Ballast! Macht bestimmte Ziele schwerer und damit langsamer. So. Das letzte Humorstück. Damit können wir wieder zu Yin und Yang gehen. Yep. Bringen wir diese humoristischen Hilfs... Ganz ruhig. Bringen wir dieses humoristische Hilfspaket zu Yin und Yang und erfüllen wir ihre trübseligen Leben wieder mit einem unbeschwerten Lachen. Sitzen vermutlich immer noch mit einem langen Gesicht bei der Mauschau rum. Gehen wir wieder dorthin zurück, ja? Du meinst den Ort mit der großen Freilichtbühne? Sicher, gehen wir. Ja, da waren wir letzte Folge erst. Erinnerst du dich, Oliver? So. Hast du schon alle Humorstücke zusammentröpfchen? Ja. Wie läuft's, Jungs? Wir haben die Humorstücke für euch, Leute. Super, Tröpfchen, du bist echt eine Legende, Mann. Du willst das echt durchziehen, oder? Ich meine, Mami zum Lachen bringen? Verdammt, Mann, das wird ein ziemlich dicker Brocken. Das ist ein ziemlich dicker Brocken. Auf zu jammern, Mann, das haut schon hin. Also, Jungs, hier ist was zum Lachen. Denn das ist die beste Medizin. Abracadabra! Verdammt, Mann! Was soll denn das alles? Ich fühle mich echt seltsam, Mann. Ja, nicht? Ich fühle mich, als ob ich nach einem echt langen Nickerchen aufgewacht wäre oder so. Ich fühle mich besser, Mann. Fantastisch. Oder so. Die scheinen sich nicht allzu sehr verändert zu haben. Und ob wir uns verändert haben, die Muse der Komödie weilt wieder unter uns und wir werden ihr ein Spektakel bieten, dass ihr den Kopf schwört. Dass ihr der Kopf schwört, Mann. Das wird ein Brüller. Ich weiß, super, oder? So viel Macht haben die Humorstücke. Mann, das ist echt ein Wunder. Ich könnte eine Trauerweide zum Lachen bringen, Mann. So lustig fühle ich mich. Auf geht's, bringen wir mit der Mutter endlich alles in Butter. Warte, warte, wir müssen zuerst üben, oder? Bloß nicht vorlich sein, Mann, sonst versauen wir das noch. Ja, ihr solltet üben. Wir kommen wieder, wenn ihr bereit seid. Also jetzt. Ja, komm. Es ist wieder Zeit für die Yin und Yang Show. Seid ihr bereit zu erleben, wie wir Mama zum Lachen bringen? Wenn ihr schon so fragt, nein. Was? Wieso nicht? Weil ich erst noch was schauen möchte. Hier ist nämlich eine Kiste. Habe ich gerade nur zufällig gesehen, aber trotzdem. So, ein Fischburger. Lecker, lecker. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, ich wollte auf die Anschlagstafel gucken. Okay. Nichts Neues. Ach, die Musik hier ist lustig. Ja, lass mich dahin.
Gibt's hier eigentlich noch mehr Kisten gerade in unmittelbarer Nähe? Ich glaube nicht. So, dann mal los, ne? Ja, die Bühne ist bereit. Lass anfangen. So, und jetzt bringt mich zum Lachen. Bringt die Mami zum Lachen. Thank you, how do it, Smiley and Shirley? How do? Right, you've got a full house in tonight, it's lovely. Ain't it though? It's like a dream, this is. Ain't it though? Ain't it though? Hey, speaking of dreams, I've always had a bit of a dream myself, you know. Oh, nice. Nice link, man. What it is, see, always wanted to run a little weapon shop I have. A weapon shop, eh? Well, I don't know why you're bringing it up in the middle of a show, but sounds like an all right idea, that does. Ain't it though? Hey, do you fancy doing a quick practice with me? Huh? Practice? Yeah, man. I'll be the shopkeeper, see? And you, a zookeeper, right? And, all your animals have run away and your wife's left you. Oh, yeah. Make it easy for me, why don't you? I'm not a flipping professional actor, am I, you div? Come on, man, serious now. What do you want me to be? A lion tamer? Dude, how is that any flipping easier? Can I just be my flipping self? Oh, no one wants to see that, man. No, I know you again. You're trying to give me something hard to do so you look better in it, though. Nah, man. I just thought you'd like a nice juicy roll to get your teeth into, ain't it, though? Juicy roll, eh? Well, I may not be a professional, but my widow Twanky's pretty legendary. Righto. So, I'm the customer at your weapon shop, right? And you're the proprietor of said establishment. All right, give us a moment. Ba 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 ma 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 ka 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 ka. Get on with it, man. And knock knock, how do, cha-ching. Clear off, cha-ching. What the heck was that, man? We slammed the door in my flipping face. We're not open yet, are we? Not open yet, but flipping hurry up, will. All right, we're open now. Oh, you are, right. Knock knock, cha-ching, how do. How do. I, just wanted a look at what weapons you got here, innit, though? Sorry, man, that's next door but one. What? No, it's flipping not. It's my shop. Yeah, you're a weapon shop. You can't go telling me what I sell in my own shop. But you said yourself you wanted it to be a flipping weapon shop. It is a flipping weapon shop. Give me strength, man. All right, sorry, man. I'll do it properly now, I promise. It's a weapon shop. Good. Selling weapons. Exactly. Righto. Knock, knock. Cha-ching, how do? What weapons you got for you, then? What weapons you after, exactly? Well, I don't know, do I? What about, you know, one of them huge, great, choppy numbers? Yeah, a proper massive one of them, that's what I want. I'm afraid I cannot help you. Huh? You can't help me? You're the flipping shopkeeper, aren't you? I am sorry, sir. Huh? But that is just too big an axe. Flipping axe, man, that was rubbish. Made this not happen at all. As if that would take much. Okay, Mami lacht. Schick, die lacht sich echt den Hals krumm. Großartig, sie haben es geschafft. Wie auch immer. Ich kann es kaum glauben. Das ist toll, aber wir müssen uns beeilen. Wir können nicht mehr rein, wenn sie zu lachen aufhört. Da hast du recht, Olli. Legen wir den Zahn zu. Okay, holen wir die kleinen Feenkinder raus. Oh, oh, that's hilarious! Oh. She's laughing! Like a flipping dream, Tidy! Drippy man, we're all set! Right, do you lot all aboard? Aboard? Aboard where? Ah, here I go, boys. Let the mission command begin. Okay. Können die nicht einfach reinspringen? Hey, one of you give us a light, will you, man? Launch command received. Roger that. Hold on to your hats. We have ignition. Ow! 3, 2, 1, blast off! So geht es natürlich auch, ne? Is everyone okay? I think so. All here in one piece?
One pile, more like. All right, no need to get in a tiz. It's the only way to get in, you're in it. Oh, this takes me back. Look around you, my friends. This year's Mummy's tummy, where it all started. Aw, Mummy's Schoß, der Hort der Findlinge. Oh, schaut euch die winzigen Klassenzimmer an. Die sind so süß. Sind doch Klassenzimmer, oder? Richtig, Mann, hier sind wir aufgezogen worden. Geht ja nicht ohne Klassenzimmer, wo du lernst, wie die Welt der Feen so funktioniert. Wow, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die von innen aussehen. Esther, wir haben zu tun, denk dran. Du hast recht, entschuldige, Oliver. Okay, sehen wir uns nach den Feenlingen um. Autsch, warum tue ich mir das alles nochmal an? Wie witzig! Schön aus Seitenperspektive, mit einer Sonne an der Wand. Ist das niedlich. Hier kann man reingehen. Ach, ist das süß. So eine kleine Schule in einer Feenmutter. Hallo? Ja? Pfui, pfui. Fichi, fichi. Tröpfchen, sieh nur. Oh, verdammt. Wenn wir nicht schnell was unternehmen, macht der Schuft Kleinholz aus dem Kleinen. Wir müssen ihn retten. Huh? Schlüsselschlingel. Come on. Die hat Gegner in ihrem Bauch. Okay, wir machen erstmal, ja, alles ganz normal. Doing. Und dann wird das schon. Aber so stark scheinen die hier nicht zu sein. Das ist ganz gut. Sammelt das doch jemand ein? Ah, diese süßen pinken Zimmer hier, das ist ja der Wahnsinn. So. Ja, neue Stufe. Die haben sich ja gerade erst entwickelt. Bist du in Ordnung? Danke, danke, vielen Dank. Ach, der ist ja so süß. Hey, Feenling, was ist denn hier los gewesen? Böse, böse, total böse. Was ist? Nein, nie im Leben, da laust mich der Apfel. Das ist übel. Jemand ist in den Feenhort eingedrungen. Üble Bestien sind aufgetaucht und haben die Feenlinge drangsaliert. Diese Schufte. Das ist schlimm. Wir müssen ihnen helfen. Ach, sieht man die Bilder an der Wand. Entschuldigung. Bitte, Mann. Bitte, Mann. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Natürlich helfen wir. Versteht sich doch von selbst, oder? Ich frag mich nur, wie die Viecher hier überhaupt reingekommen sind. Meinst du, er ist bis in den Feenfrost vorgedrungen? Schada? Möglich wär's ja, aber wenn er an Mami vorbeigekommen ist. Nach dem, was wir im Sturm gesehen haben, glaube ich nicht, dass es besonders schwer für ihn wäre, an deiner Mami vorbeizukommen. Es ist unwichtig, wie sie reingekommen sind. Wichtig ist, dass wir die Feenlinge retten. Genau, Esther. Hey, du da, bleib hier, wo du in Sicherheit bist, klar? Nee, Mann, warte, Mann. Nee. Warte. Habt ihr nicht gehört? Hier bleiben, hat er gesagt. Schau ihn dir doch mal an. Wir können ihn nicht einfach hier zurücklassen. Er ist ganz krank vor Angst. Wir müssen ihn mitnehmen. Aber wir gehen noch Bestien bekämpfen, oder? Ist nicht sicher, Mann. Hier ist es sicher. Angst, Angst, total Angst. Keine Angst, alles wird gut. Ich denke auch, dass es gefährlich wäre, ihn hier zu lassen, oder, Tröpfchen? Verdammt nochmal, Mann. Na gut, dann komm halt mit, du. Wir passen auf dich auf, ja? Entschuldigung, ich muss hier kurz aufstoßen. Ja, komm mit, Feenling. Schick, auf geht's. Schick, schick. Auf. Ach, ist der süß. Der Feenling folgt dir jetzt. Hallo, kleiner Feenling. Was hast du zu sagen? Schnelli, Schnelli. Gottchen. Wir rein zum Kindergarten hier. So, die... Ah. Das heißt, das hier wäre noch geschlossen, oder wie... Da wären wir, Olli, die Tulpengruppe. Ah, es ist hier echt wie im Kindergarten. Hier geht's noch nach weiter hinten durch, anscheinend. Aha, wir haben hier einen Speicherstein. Den nehme ich mal in Anspruch. Man weiß ja nie. So. Danke. Wo geht's denn hier lang überhaupt? Hör mal eben zu, Olli, ich muss dir was sagen. Was ist denn, Tröpfchen?
Die Treppe da ist der Notausgang aus Mamas Bauch. Wir nennen sie den Hinterausgang. Verstehst du? Hinterausgang. Der Hinterausgang? Genau, Mann. Also wenn du mal dringend aus Mamas Innereien raus musst, rennst du einfach die Treppe da hoch. Klar, aber warum hauen dann die Feenlinge nicht auch einfach ab? Was ist denn das für eine blöde Frage? Die Stufen sind nur für Fortgeschrittene. Viel zu hoch für den mickrigen Feenling. Also, der Hinterausgang bringt dich direkt in den Feenforst. Kannst also kommen und gehen, wie es dir passt. Verstanden? Wie, dann hätten wir auch dort reinkommen können? Nu, ja, vermutlich, aber das wäre nicht lustig, oder? Ich liebe halt dramatische Auftritte. Hab schließlich einen Ruf zu verlieren. Mann, oh Mann. Ja, allerdings. Mann, oh Mann. Gut, auf ins Rosenzimmer. So, du böser, böser Schuh. Oh, da ist ein Bällebad. Ein Bällebad, wie toll. Wenden wir uns doch mal den wichtigen Ding hier zu. Luftikus. Weißt du was? Wir machen mal allgemeiner Angriff. Jetzt, wo wir die Funktion haben, why not? Yeah. Entladung, hupsi. So, komm, machen alle. Yeah. So, komm, weg mit dir. Ah, danke für die Heilung. War zwar nicht nötig, glaube ich, aber hey. So, weil ich möchte diese Kugel sehen. So, wow. Gut gemacht. Nido! Ich finde diese Zimmerchen hier so süß. So süß. Ein Sonnentropfen haben wir bekommen. Sehr schön. Lernt ihr auch mal was Neues, ihr beiden? So, die kommen jetzt mit. Oh, so viele süße Sachen hier. So, Tulpengruppe. Der sieht aus wie Tröpfchen. Auf zur Tulpengruppe. Helle, lass das. Ja, 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 ja. Ich geb dir gleich. Du Flugrochen. Come on, you guys. So, nochmal den allgemeinen Angriff. Ich mag das. So, hau kaputt. Obwohl die sind... Oh, die haben was drauf anscheinend. Aber wir kriegen das hin. Aua. Yeah. Au, verdammt. So, macht ihn alle. So, komm schon. Wunderbar. Easy. Das war knapp, aber es war gut. So, Stufe 7 für die beiden. Wunderbar. Die nächsten Kinder gerettet. Ja, die Liliengruppe ist jetzt offen. Ich werde aber kurz, hier war das, kurz heilen gehen. So, dann sind auch die MP wieder aufgefüllt. Und alles ist super. Die Musik hier ist auch total putzig. So. Du bist aber groß. Nessinja. Ich möchte dich als Vertrauten haben, Nessie. Oh. So, wir gehen mal ein bisschen anders ran jetzt. Schwupp. 23. Tolle Rolle. Schnitter. Komm, wir machen mal Schnitter. Why not? Mal ein bisschen was anderes als stumpf angreifen. Oh, das war sehr nett. Aber jetzt streifen wir an. Hm? Jetzt greifen wir normal an. Wo war denn nicht Pitpat? Das war zu spät. Egal, machen wir noch einen Schnitter. Wir haben's ja. Bam, 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 bam. Kaputt. Oh, warte mal. Oh nein. Ich wollte es mitnehmen da. Dieses Kügelchen. Schade. Schade, schade, schade. Okay.
Was nu? Die Tür zum Veilchenzimmer. Die ist offen. Okay, ist das dann das letzte Zimmer? Was ist hier hinten eigentlich? Naja, wir gehen erstmal zum Veilchenzimmer. Nee, eins weiter. Wow. Walliwerk? mit Rochen, okay. Das kriegen wir hin. Au, au, au! Das war ja total brutal. 51 ist schon viel besser. Warte mal. Was ist denn hier los? Zauber. Linde in der Hand. Meine Güte. Ah. Gleich nochmal ein Zauber für mich. Esther? Hallo? Lässt du dich mal nicht so... Wieso ist die denn jetzt tot? Was soll denn das? Phönixfeder. Nicht für mich, für Esther. Ah, der ist voll stark. Verdammt. Allgemeine Abwehr kurz mal. Dann lindern wir noch ein bisschen. Ah. Und wir lindern weiter. Also, ich bräuchte mal langsam etwas, was ein bisschen mehr heilt, oder? Ich guck mal im Proviant. 100 LP. Ja, lohnt sich gerade noch nicht so wirklich. 30. Ja, genau. MP bräuchte Esther mal, ne? Ja, dann kann sie auch weiter heilen. Proviant. Und wir essen ein Sandwich. So. Jetzt kannst du mal hier weitermachen. Und zwar mit Schnitter. Mann, oh Mann, oh Mann. Dass wir wenigstens zwei wegbekommen. Diese Rochen. Was war das? Egal, war cool. So, Schnitter. Wasser? Nein, 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 nix da, nix da. Ich zuerst. Okay, der Rochen ist platt. Angriff! Du bist ein böser, böser Walter. Ein sehr böser Walter. Da, verteidigen. Wow, okay. Dann brauchen wir leider nochmal was von unserem Proviant. Eine Phönixfeder. Geh weg. Much obliged. Ja, ist okay. Ich hätte gerne noch was vom Proviant. Und zwar... Wo ist es denn? Hier, Kaffee. Roger. Dann weißt du, was ich jetzt mache? Ich zaubere. Mit Feuer, mit Kälte vielleicht. Oder? Nee, wir machen Schockwelle. Ja, können wir nochmal machen. Schockwelle! 35. So, und jetzt haben wir nochmal ein bisschen mit Raimi drauf. Ha! Ja, jetzt kommt diese blöde Kugel, weißt du? Das war ja spektakulär. Spektakulär. Oh, ein Mondtropfen. Also Walter ist noch eine harte Nuss für uns. Köder. Alle da? Alle da. Schick, 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 schick. Richtig gute Arbeit, Leute. Sieht so aus, als ob die Feenlinge alle wohl auf wären. Bist du sicher? Den Himmel sei Dank. Dann zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Alle vier Dinge leben heiter. 6, 7, 8, 9, 10. Der Bengel schützt mir die kleinen Engel. Okay. Jetzt sind's 11. Jetzt ist es ein Dutzend. Hey, da ist eine Pflaume. Schwer am Stutzen. Wie ist's, Jung? Super, alle beieinander. Schick. Okay.
prima, Reimer. Schick, schick, Tröpfchen, Tröpfchen. Halten Sie denn nie die Klappe? Die ist sowas von lästig. Wir werden die wieder los. Wir bringen sie zum Ausgang. Da draußen ist eine Rutsche. Die sausen wir runter und dann kommen wir hier raus. Eine Rutsche? Warum ist da eine Rutsche? Soll einen daran erinnern, wie schnell es im Leben bergab geht, wenn man auf die schiefe Bahn gerät. Und dass da draußen nicht alles so geschmiert läuft wie hier drin. Typisch Mami halt. Ist eine große Verfechterin von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du redest. Seid ihr Feen alle komplett bekloppt? Seine Meinung ist mir egal. Ich freue mich schon auf die Rutsche. Ach, so jung und naiv zu sein. Und gelenkig. Klingt so, als ob es wehtun würde. Nicht mehr lange, bis die Feenlinge endlich geboren werden. Bringen wir sie zum Ausgang. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir rutschen erst in der nächsten Folge die wunderbare Feenrutsche runter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.